Hallo, ihr Lieben! Heute mal was anderes, beziehungsweise heute mal ganz anders. Ich halte euch nämlich diesmal fest. Normalerweise steht ihr immer auf dem Tripod und dann filme ich. Aber ich dachte mir, hey, so bin ich flexibler und kann euch besser überall hinschleppen und mitnehmen. Und es ist einfach ein bisschen einfacher. Und zwar geht es heute um ein ganz besonderes Thema. Und zwar Wohnen in Kanada. Wohnen in Toronto vor allen Dingen. Weil, ja genau, wie viele von euch ja wissen, ich wohne in Toronto. Yay! Und ich wollte euch mit diesem Video ein paar Unterschiede zeigen. Also ganz, eigentlich wollte ich einfach mal persönlich sein, euch meine Wohnung zeigen, beziehungsweise unsere Wohnung. Und dann natürlich auch die kleinen Unterschiede, die es vielleicht in Kanada, beziehungsweise in Deutschland nicht gibt. Ne? Eigentlich ist ja alles recht ähnlich. Ne? Zwei, wie sagt man, vier Wände, ein Dach. Da tut sich nicht viel, aber ja, das sind doch so Unterschiede, die mir aufgefallen sind und von denen ich euch jetzt berichten werde. Und zwar, wenn man hier reinkommt, ne, das ist jetzt quasi unser Flur, Schuhe, Deko, Aussicht und ja, noch mehr Stauraum. Unsere Rucksäcke alle aufgehangen, so Häkchen, weil Condo Life ist sehr eng. Und dann ist mir hier, also die haben hier keine Gardinen, aber die haben hier sowas, ne? So ugly Office-Zeug. Wir waren jetzt auch zu faul, um das auszuwechseln, weil it does do the trick. Es passt schon so, aber du hast halt so Blenden, ne? Du hast keine Gardinenstangen oder sowas, aber halt Blenden dafür. Ja, und das ist halt so ein bisschen, bisschen anders, bisschen nerviger. Und hier ist dann unser, hier, ne? Stauraum. Hier, genau. Noch mehr Taschen, Kleider, Helme. Also wirklich, ist ein bisschen peinlich. Einfach mal nicht reinschauen. Das ist so zu vollgepackt und a little ugly. Aber hey, es ist halt eine Sache, die mir ganz besonders auffällt, die es wahrscheinlich in Deutschland noch so nicht ist oder gibt. Und zwar ist es super eng. Also es ist eine relativ kleine Wohnung. Wir zahlen relativ viel Geld dafür. Aber das ist halt, ja, Kanada, Toronto generell. Der Platzmangel und die vielen Menschen treiben die Mietpreise in die Höhe. Und ja, was soll man machen, ne? Entweder man kommt damit klar oder halt nicht. Also eine andere Wahl hast du nicht. Genau, und dann geht das hier, ich zeige euch das hier mal. Das ist unser Thermostat. Damit geht die Anlage an, die Klimaanlage. Hier ist dann die gruselige Luftzug. Manchmal finde ich das komisch, weil ich denke so, ey, was, wenn jemand da eine Kamera reinlegt? Genau, und dann geht der Luftzug hier quasi durch und dann geht der auch hier durch, also geht bis in die verschiedenen Räume. Da hinten siehst du auch nochmal den ja, Luftzug, das Gitter quasi. Aber genau, und hier kommen wir auch schon zu unserem Wohnzimmer. Klein, aber fein. Wir sehen können nicht viel Platz, aber was soll's. Dekoration natürlich, darf nicht fehlen. Und dann hier draußen fängt es auch schon an mit dem ersten Gebäude, das so vor der Nase steht. Da. Genau, das ist halt so ein bisschen nervig, aber mein Gott. Genau, und dann hier ist halt die Küche, also unser Essbereich. Wir sehen können klein, ne, nicht viel Platz für viele Menschen, das ist halt so. Oh, und ja, bevor ich es vergesse, dann hier geht's noch, ja, hier haben wir unsere Fahrräder hingestellt, unsere kleine Sitzecke, ich hoffe, ihr hört mich, der Wind ist was. Und dann die Aussicht. Ich gehe mal lieber rein. Ja, wir haben jetzt unsere Fahrräder immer reingestellt. Ich mach mal kurz hier die zu. Sorry. Wir haben unsere Fahrräder jetzt seit kurzem immer reingestellt, weil ja, die geklaut werden. Also ganz häufig werden Fahrräder unten geklaut an der Garage. Oder ich weiß gar nicht wieso, aber die haben mein Rad, also quasi von dem Fahrrad, das eigentliche Rad geklaut. Und dementsprechend haben wir jetzt gesagt, da haben wir die Schnauze voll. Lass einfach die Fahrräder hochnehmen und dann sind die in Sicherheit vor den Monstern, die immer klauen wollen. Und dann drehe ich euch nochmal um. Genau, und dann geht man quasi hier in die Küche. Und dann hier Kühlschrank. Alles ganz normal, wie eigentlich auch immer alles. Und eigentlich ist der Unterschied hier auch schon, das muss ich dann schon mal sagen, in Deutschland muss man ja Küchen selber kaufen oder man übernimmt die, wenn man Glück hat, von dem Vorgänger. Und hier ist es so, alle Küchen und Küchenequipment ist gestellt. Also du hast den Kühlschrank gestellt und ja, Herd, Spülmaschine, hier, das ist hier alles, ist gestellt. Also es ist kein Problem, Mikrowelle. Das ist bei denen halt nicht so, dass die so ein bisschen, ja,
Das ist halt so, das ist alles inklusive. Ist ja eigentlich auch ganz nett, ne? Why not? Und dann gehen wir hier rechts rein und hier ist es einfach mal mega hell. Aber hier ist unser Büro. Hier filme ich normalerweise, ihr kennt bestimmt den Hintergrund. Also hier bin ich immer normal drinne. Hier ist eine Wäscheleine, die habe ich jetzt gerade so hingestellt. Hey, it's the true life. So sieht es hier manchmal aus. Zu Hause, ne? Ist ja ein ganz normaler Haushalt. Da habe ich so eine Weltkarte-Mappe, oder was heißt Mappe? Weltkarte gemacht damals. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch mal. In der Infobox. Und ja, das ist quasi unser Office. Und was ganz witzig ist, also hier, ne? Die Türen, das sind so Sliding Doors. Und dementsprechend, glaube ich, gilt dieser Raum nicht wirklich als Zimmer, sondern als Den, nennen die das. Es gibt dann immer halt ein Bedroom plus Den. Und Den ist dann so, ja, die wissen, dass es eigentlich ein viel zu kleines Zimmer ist, dass da, um es eigentlich ein Zimmer zu nennen. Die sind ja hier mit den Größen immer sehr spezifisch. Das heißt ja dann immer Master Bedroom, das größte Bedroom. Und dann, ja, Kinderzimmer gibt es dann auch. Oh, sorry, meine Waschmaschine ist gerade am Laufen. Und das hier ist quasi das Den, weil es halt nicht wirklich so groß, dass hier ein Queen-Bett reinpasst. Vielleicht das Bett, aber dann war es das auch schon. Und dementsprechend denke ich mal, ist unsere Wohnung nicht wirklich Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern anderthalb quasi, ne? Ein Zimmer und dann plus Den. Das ist dann hier auch nochmal was anderes. Naja, auf jeden Fall, let's go, let's go, let's go. Hier ist quasi unsere... Sorry, dass es jetzt so laut ist. Ich bin gerade am Wäsche waschen. Hier ist unsere Gästetoilette. Ich war heute Morgen Yoga machen. Dementsprechend hängt das hier zum Trocken, weil es war Hot Yoga. Und hier ist die Waschmaschine und der Trockner. Alles in einem. Und zwar, finde ich, ist das auch schon so ein bisschen der Unterschied. In Deutschland haben wir das so nicht. Und es sieht auch alles ein bisschen anders aus. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Ich hoffe, ihr versteht. Es ist halt sehr laut hier. Auf jeden Fall öffnet man die Waschmaschine von oben. Hier kommt das ganze Zeug rein und hier stellt man das quasi ein. Genau, und dann da ist der Trockner. Dann kommt das Ganze später da rein. Also ich mag den Trockner nicht so gerne. Oh. Finde den Trockner, ja, also laut und keine Ahnung, also ich finde den so ein bisschen schwierig irgendwie, weil er auch viel Elektrizität beansprucht und keine Ahnung, ich hänge dann Sachen auch ab und zu mal hier ein, auf, wie ihr jetzt gesehen habt, hier drüben, ne? Also manchmal benutze ich den Trockner, manchmal auch nicht, bei manchen delikaten Sachen mag ich den nicht so gern benutzen, aber ja, so im Großen und Ganzen ist der Trockner schon praktisch, ne? Wenn du nicht so viel Platz hast und es ist halt sehr eng, wenn die Wäscheleine steht und das dann auch wieder richtig nervig. Aber gut, jetzt kommen wir zum sogenannten Master Bedroom. Master Bedroom. Ja, das ist jetzt unser Schlafzimmer quasi. Alles ganz normal. Und dann hier geht es weiter zum Ensuite Bathroom. Die nennen das Ensuite, weil das quasi, ja, wieso nennen die das Ensuite? Weil das quasi vom Schlafzimmer direkt ins Badezimmer, also weil du so einen Durchgang hast. Ne? Da sind die ja auch, die Nordamerikaner sind da ja auch immer sehr spezifisch und brauchen halt, finden das luxuriöser, denke ich mal, wenn du direkt vom Schlafzimmer in dein Badezimmer kannst. In Deutschland, glaube ich, ist das egal. Also ich kenne da jetzt keinen, der viel Wert darauf legt. Das ist so ein nordamerikanisches Ding, dieses Ensuite Bathroom. Enclosed to the master bedroom. Also, auch wenn ich mich so reden höre, ey, Alter, es ist ein Zimmer. Es ist ein ganz normales Zimmer. Mit einem Badezimmer dran. Naja, auf jeden Fall, genau. Ist das auch so eine spezielle, andere Angewohnheit, würde ich sagen, dass sie sowas haben. Ist ein bisschen anders als in Deutschland, aber mein Gott, ist jetzt okay. Ist jetzt nicht so, oh mein Gott, crazy. Und die haben auch so ganz oft, gerade in Kondos, so eingebaute Schränke, ne? Also so Sliding Doors. Hier wieder Slide, Slide, la la la. Sliding ist fun. Sieht halt so aus. Richtig boring, aber erfüllt seinen Platz und seinen Zweck. Und Stauraum ist knapp und die wissen das, ne? Also die in Toronto wissen, dass wir hier nicht so viel Platz haben. Und dementsprechend ist das eigentlich ganz cool, dass die so eingebaute Schränke mit sich bringen. Das ist eigentlich ganz, ja, ist nicht schlecht. Ist schon praktisch. Auch das mit der Küche finde ich praktisch, aber ja.
Genau, und hier ist das Badezimmer. Auch wieder nichts Besonderes, ne? Es ist halt, hallo, das ganz normale Badezimmer. Was aber anders ist, und das hasse ich ja, ne? Da muss ich sagen, ich vermisse Deutschland dafür. Ich will zurück. Und zwar, wenn ihr dann hier reinschaut in die Dusche, was fällt euch auf? Wir haben da einen Wasserhahn, da die Bedienung und dann da oben, ja, der Hahn, der Kopf, wo das Ganze rauskommt. Und die Scheiße ist nämlich, du kannst jetzt nicht flexibel dich abduschen. Du musst halt genau die ganze Zeit darunter stehen. Und was ich nicht ab kann, ist, wenn ich bade und dann möchte ich also die Badewanne abspülen und sauber machen, geht auch nicht, weil das Ding da dran ist. Es gibt keinen Schlauch und keinen Kopf, den du so flexibel rumrödeln kannst. Das ist halt so ein bisschen nervig. Ja, ich beschwere mich auf hohem Niveau. Ich weiß. Auf jeden Fall, ja, das nervt halt so ein bisschen, dass das nicht geht und dass das wieder so typisch. Ja, ich weiß nicht, ob das nordamerikanisch ist, keine Ahnung. Ich glaube aber schon. Ich glaube schon. Also da vermisse ich Deutschland schon, dass man da. Ups. Ja, stell ich vor, immer so zu reden. Upsi. Da vermisse ich Deutschland schon, dass man da, ja, den Duschkopf hat. Der Duschkopf, den Duschkopf vermisse ich. Den Duschkopf und deutsches Brot, ganz ehrlich, mein Gott. Genau, und was mir dann auch aufgefallen ist, also ihr seht ja hier, ne, wir haben ja voll die krassen Fenster, aber ne, der deutsche Windzug, den man normalerweise hat, hat man hier nicht. Man hat nur so diese kleinen Fenster. So, gerade so, je höher du gehst, umso weniger Freiheit hast du mit den Fenstern. Und das ist in jedem Zimmer so, also in dem anderen Zimmer. In dem kleinen Den hast du das auch. Moment, da ist auch wieder nur so ein Stückchen offen. Genau. Und der einzige, also das einzige Fenster, was so richtig krass aufgeht, obviously, ist halt ne unsere Balkontür. Hey, ihr Lieben, das war's jetzt auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wollte euch nur zeigen, wie das Leben hier so ist, beziehungsweise wie das Wohnen hier so ist in Toronto. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und vergesst mich nicht zu abonnieren für weitere Videos aus Kanada. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss.